Hi-ho! Willkommen zurück hier bei der Weihnachtsgeschichte, dem Wimmelbildspiel. Und ja, ich habe gerade einen Pinguin entdeckt, den musste ich einfach mal anklicken. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in der Zukunft ziemlich weit voraus oder vorangekommen. Da werde ich mit einem Pfeil abschießen. Okay, habe ich gerade die Weihnachtsmütze gesehen. Und ja, beim letzten Mal, da wollen wir dem Scrooge hier verfolgen, dem bösen Scrooge, und sind jetzt hier oben und da ist ein Apfel. Natürlich haut er uns hier wusch. Ein wahrhaft formidabler Gegner. Doch ich habe den guten Scrooge an meiner Seite und der kann Dinge animieren. Gut, wir müssen jetzt aber mit dem Apfel hier zurück zum netten Wildschweinchen hier und bieten den Apfel an. Zack. Im Gegensatz zu dem Hörnchen. Dann ersetzen wir das Hörnchen damit. Gehen wieder zurück in diesen Raum. Und geben der Kriegerkatze ihren barbarischen Kriegerhelm. Upp. Ja, das sieht doch schon besser aus. Schon stattlicher, ne? So, und die Katzen geben uns natürlich hier, zack, die Armbrust und einen Arm des Engels. Super. Aber ich schieße erstmal hier, zack, die Weihnachtsmütze ab. Piu. Oder den ganzen Kronleuchter. Warum nicht? Direkt durch den Boden. Mhm. Und ein neues Wimmelbild. Schachbrett, ein X, ein Schwert, Stiefel, Korb, Katze, Schriftrolle, Notenständer, Elefant, Teddybär, Nikolausmütze und Laute. Ich denke mal, die Nikolausmütze brauchen wir. So, Schachbrett, X, Schwert. Da ist das Schachbrett. Da ist übrigens der Elefant. Ach, Elefanten. Zack, haben wir eine ganze Elefantenreihe. Super, was ist hier? Da ist der Teddybär drin, auch cool. Da haben wir schon mal die ganzen Dinger hier rausgeholt, die versteckt waren. Hier ist die Laute. Schriftrolle, Notenständer, Stiefelkorb, Katze, X-Schwert. Stiefel? Hier ist die Katze, ne? Ja. Stiefelkorb, Katze, Schwert. X. Stiefelkorb, Katze, Schwert, X. Das ist kein Korb. Hier ist die Schriftrolle. Stiefel. Der Stiefel dürfte eigentlich auch nicht so schwer zu finden sein. Da ist er auch, Notenständer. Dürfte man eigentlich auch auf dem ersten Blick erkennen. Hier hängt erstmal eine Axt in der Wand. Natürlich ist das Schwert. X-Korb, Notenständer. Ist auch lustig, dass das jetzt die mittleren Items sind. X-Korb, Notenständer. Hier ist der Notenständer. Den hätte ich eigentlich auch vorher sehen können. Hier ist der Korb. Und jetzt das verruchte X. Mr. X, wo sind Sie? Mr. X, ich sehe nichts. Da ist Mr. X. Und wir kriegen natürlich die Nikolausmütze. Wie hätte es auch anders sein können? Und haben übrigens gerade einen Erfolg gekriegt. Ich denke mal irgendwie fürs letzte Wimmelbild oder so. Ich habe keine Ahnung, ich rate nur. Es kann natürlich sein. Mit dieser Nikolausmütze müssen wir... Ach, hier ist ja der Arm, ne? Zack. Bitteschön. Hast du deinen Arm wieder? Und was machen wir mit der Mütze? Ach, kriegt der auch, ne? Hier? Kriegst du auch eine Mütze? Ein Weihnachtsmann ohne Hut ist schlicht und einfach falsch. Und dann kriegst du auch eine Mütze, bitteschön. Wir kriegen dafür jetzt eine Gürtelschnalle. Dieser Gürtelschnalle gehen wir wieder zurück zur netten Statue hier. Zack, und die kriegt jetzt eine Gürtelschnalle und der Scrooge kann die natürlich animieren. Evil Scrooge is powerful and he is disguised as a dark knight. You must find me a special weapon for the final battle with evil. Der böse Scrooge ist mächtig und er ist als dunkler Ritter verkleidet. Finde mir eine spezielle Waffe für die finale Schlacht gegen das Böse. Okay, dann suchen wir jetzt mal die finale Waffe. Ich weiß auch schon, welche das sein wird. Und zwar wird die hier drin sein. Pupp.
Zack. Und da ist auch schon deine finale Waffe. Das ging fix. Ich hätte nicht gedacht, dass die Waffe so schnell sein wird. Und dann kriegt er nämlich auch gleich noch ein Schild, ne? Genau, und hier hast du nochmal dein Schild. Pum. We must fight for good. Wir müssen für das Gute kämpfen. Ja, das Schild war aber vorhin kleiner. Soweit ich mich noch entsinne, bei der Katze zumindest. So. Ein Jahr später war das jetzt nur. Hier, guckt mal. Ich gehe mal auf Karte. Ein Jahr später. Die Kalenderblätter sind doch nur so weggezischt. Das waren niemals 12 Kalenderblätter. Das waren mehr. Egal. So, und jetzt, fight. Bin ich ja mal gespannt. Ja, der Assassin hat's geschafft. Der Assassine hier, ne? Mit der Kapuze. Ja, ich würde meinen, dann, Oh, was ist das denn? Man sollte den Sand der Zeit nicht anfassen. Ich brauche einen Behälter. Zack. Warum auch immer man den nicht anfassen darf, aber wir dürfen es halt nicht. Und wir haben es geschafft. Wir haben den Sand der Zeit bekommen. So, und jetzt natürlich, die Schlacht um das Gewissen meines Onkels ist geschlagen und nun habe ich den Sand der Zeit. Fupp. Einmal bitte rein damit. Und damit, denke ich, ist jetzt das die Hauptstory durch, ne? Wie siehst du das? Scrooge's life has been rewritten. With your help, he married Belle and helped save Tiny Tim's life. He had the chance to fix his evil past. Good has won out. As always. Ja, dann würde ich mal sagen, haben wir es dann doch noch geschafft, die Weihnachtsgeschichte hier durchzuspielen. Wir sehen auch nochmal hier Big Fish Games. Senior Game Producer ist Isais Vallejo. Und das ging zu schnell. Auf jeden Fall die Lisa Brunet oder Brunet war auch dabei. Der Peter Efimov natürlich auch und der Andrei Pakumotov oder so ähnlich. Ja, das Wimmelbild, ne, hier die Weihnachtsgeschichte ist natürlich, wie man hier auch unten unschwer erkennen kann, die Collector's Edition. Das bedeutet, dass man natürlich noch eine Bonusmission hier hat. Da kann man nochmal mit der Katze oder mit irgendwelchen Katzen, das habe ich jetzt nur noch so gesehen, im Bonuskapitel machen und irgendwas nochmal hier auflösen. Aber ich würde mal sagen, das lassen wir dann jetzt, weil es ist auch schon wieder nach Weihnachten. Das ist halt das Problem. Ich habe eigentlich gedacht, dass das Wimmelbild hier nicht so lange geht. Deswegen pünktlich zum zweiten Weihnachtstag, ne, am 26. so rum. 27. ist ja gar kein Weihnachtstag, aber am 26.12. hier beendet das die Weihnachtsgeschichte, ne, passt ja auch. Ja, und ich hoffe, ihr habt jetzt den 24. auch schön gefeiert bei euch und ich hoffe, ihr kennt niemanden, der so leben muss wie der Scrooge am Anfang, so einsam und zurückgelassen. Wenn es dann noch jemanden gibt, den ihr kennt, der eher so, ja, zurückhaltend ist oder beziehungsweise so Miesepeter, was Weihnachten betrifft. Naja, dann, ne, könnt ihr auch mal versuchen, in seine Gedanken einzutauchen und seine böse und seine liebe Seite zu helfen. Löst ein paar Wimmelbilder, sucht für den netten Mann oder für die nette Frau, also sagen wir mal für die nette Person, den Sand der Zeit. Und dann, ja, dann wird aus dem ein guter Mensch, der noch jahrelang weiterleben kann. So wünscht man sich das doch, ne? Also auch Menschen, die meist so tun und nichts an sich heranlassen. Also die meist böse tun und nichts an sich heranlassen, sind oft oder beziehungsweise in vielen Fällen eher einsam. Wenn man denen ein bisschen helfen könnte, diesen armen Menschen oder ein bisschen auf die zugehen könnte, ja, vielleicht entpuppt sich dann doch auch eine Freundschaft für euch. Ne? Man weiß es halt nicht. Also das ist jetzt das, was ich so, ne, nach dem Wimmelbild mitgeben kann. So eine kleine Moralpredigt. Kann ich auch nochmal halten. Ja, und ich hoffe, dass ihr
ja, gut jetzt auch über die Feiertage gekommen seid und dass ihr auch heute noch ein bisschen ausklingen könnt von dem stressigen Alltag an sich. Jetzt kommt auch wieder Musik, das finde ich echt schön im Hintergrund. Und hier steht auch nochmal, Gratulation, du hast das Hauptspiel abgeschlossen. Nun kannst du das Bonuskapitel spielen. Den Bonusinhalt kannst du im Hauptmenü auswählen. Manchmal hier okay. Aber wie gesagt, hier haben wir ja die Bonusinhalte. Werde ich nicht machen, ne? Aus dem Grund, dass es jetzt schon vorbei ist und ich weiß ja nicht, wie lange die Bonusinhalte gehen. Wir können aber, wenn Interesse noch bestehen sollte an sowas, an den Wimmelbild-Spielen an sich, war ja auch jetzt mein erstes. Wir können sowas aber auch noch weitermachen, ne? Bin ich immer wieder offen für eure Vorschläge, ist ja alles möglich. Wenn ihr sagt, ach Mensch, hier mach mal nächstes Wimmelbild-Spiel, könnt ihr auch noch gleichzeitig einen Vorschlag bringen, welches ihr denn dann sehen wollt. Gut. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Hoffe halt, wie gesagt, Weihnachten habt ihr gut überstanden und vielleicht auch Personen glücklich gemacht, die ihr nicht wirklich gut kennen solltet. Also mal so Menschen auf der Straße oder so einfach mal angelächelt, ein bisschen Freude versprüht, denn darum geht's ja auch im Weihnachten, beziehungsweise um Weihnachten, rundherum, wie auch immer. Einfach mal nett zu anderen Leuten sein und auch mal die beschenken, die vielleicht wenig haben und sei es nur ein Lächeln, ne? Habe ich ja gerade schon gesagt. Ja, das war's dann jetzt soweit. Ich bin raus und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist jetzt ein bisschen doof, dass die Folge so kurz geworden ist. Aber das kann ich ja vorher nicht ahnen. Na gut. Dann sehen wir uns auf jeden Fall bei anderen Projekten noch wieder. Wie ihr wisst, ne, aktuell läuft da noch Monster Hunter 3 Ultimate. Zum Zeitpunkt des Uploads dieses Video, wie es später ist, weiß ich natürlich nicht. Und The Legend of Dragoon ist auch noch am Start. Davon kommen jetzt dann wieder täglich nach diesem Wimmelbild halt Projekte, also tägliche Folgen von Legend of Dragoon statt des Wimmelbildes. Und ja, Monster Hunter sowieso täglich, ne? Da läuft ja auch zurzeit noch ein Event. Ich glaube auch noch, ja, auch noch heute sollte ein Event, eine neue Folge des Events, was ich ja gemacht habe, geuploadet werden. Ja, so. Ne, viel geredet, kurzer Sinn. Ne, lange Rede, kurzer Sinn, so sagt man ja. Ich verabschiede mich und bedanke mich für die ganzen Zuschauer, die hier das mit durchgehalten haben. Und nächstes Jahr suche ich mal ein besseres Weihnachtsprojekt. Mal gucken, ob wir vielleicht schaffen, vielleicht irgendein Multiplayer-Spiel zu spielen, wo wir zusammen Weihnachten vielleicht so gebührend feiern können. Ich bin gespannt, was so nächstes Jahr auch auf uns allen zukommen wird. Ne? So, gut, das war es jetzt aber wirklich. Bin jetzt wirklich weg. Bis dann. Tüdelü.